Mit den Strela-Flugabwehrraketen können Soldaten vom Boden aus feindliche Flugkörper bekämpfen. Die Waffe ist bei den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes weit verbreitet und dürfte den Ukrainern vertraut sein. Doch im Bundesverteidigungsministerium zeigt man sich erstaunt über die mögliche Weitergabe der Strela-Abwehrraketen aus DDR-Beständen. Denn die Waffe ist bereits seit 2012 gesperrt aufgrund von Materialfehlern und sollte ausgemustert werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck will sich zum Zustand der Waffen nicht äußern. Es handle sich um eine Anfrage der Ukraine. Den Nutzen könne er nicht beurteilen. Ich bin kein Militärexperte. Wir prüfen in diesem Haus Rüstungsexporte. Ausfuhrgenehmigungen werden hier erteilt oder versagt. Die SPD-Spitze sieht neue Waffenlieferungen im Prinzip positiv. Parteichef Klingbeil wegen einer Corona-Infektion zu Hause erklärt: Wir reden jetzt die ganze Zeit immer noch von Defensivwaffen an dieser Stelle. Aber da will ich nicht ausschließen, dass es zu weiteren Schritten noch kommen kann. Bundespräsident Steinmeier ist heute in Litauen bei den NATO-Soldaten der Bundeswehr und verteidigt die Waffenlieferungen. Es ist nicht nur in Deutschland so, auch in der Europäischen Union, so nach dem Rüstungsexportkodex, dass normalerweise nicht in Länder, in Spannungsgebiete, in Kriegsgebiete geliefert wird. Aber wir sind eben nicht in normalen Zeiten. Jahrzehntelang galt in Deutschland Zurückhaltung bei Waffenlieferungen in Krisengebiete. Der Ukraine-Krieg hat das über den Haufen geworfen.